Hallo ihr Lieben, wie versprochen, hatte gesagt, beim nächsten Mal machen wir französische Knoten und ihr seht, die ersten habe ich hier drinnen schon reingezogen, also funktioniert, also hier, zumindest noch bei denen, jetzt wollen wir mal gucken, einen kriege ich noch hin mit dem Faden, den ich hier habe. Ihr solltet ja eigentlich alle wissen, worum es geht, ihr seid ja viel erfahrenere Stickerin, also ich habe mein erstes halbes Kreuz ganz normal gesetzt. Und wickel dann den Faden. Also ich mache es hier, weil der Faden sehr dünn ist, sechsmal um die Nadel. So. Dann halte ich den wirklich hier fest und gehe in, mach, vollende sozusagen mein Kreuz, wenn ich es dann treffe. Und halte das wirklich stramm hier, den Faden, und ziehe ganz langsam, das ist wichtig, wenn es dann funktioniert, ja, Vorführeffekt, ganz langsam. Und halte so lange wie möglich diesen Faden hier fest und ziehe den Knoten an. Seht ihr? Wunderschön, oder? Was sagt ihr dazu? Oh, ich bin so stolz auf mich, dass ich das hinkriege da. Wir versuchen es mal nochmal, ob wir noch einen kriegen. Also ich mache mein erstes halbes Kreuz. Ganz normal. Jetzt muss ich nur gucken. Ich mache hier französische Knoten. Also eins ist Fakt, wenn ihr euch den Knoten reinzieht, wenn der durchgeht und ihr den nicht so hingekriegt habt, wie ihr wollt, habt ihr den Knoten im Faden und den kriegt ihr nicht wieder raus. Das kann ich euch sagen. Ich habe das versucht. So, und da haben wir dann schon den Salat. Hier stimmt doch schon was nicht. Ach doch, alles richtig, alles richtig. Alles richtig, ich bin da. Muss drei nebeneinander machen. Sehr schön. Aber das ist das, was ich euch sage. Die sitzen so dicht, diese Knoten. Hier oben ist zum Beispiel immer ein grünes Kreuz dazwischen. Das seht ihr gar nicht mehr durch die Knoten. Vielleicht habe ich es auch einfach zu groß gemacht, weiß ich nicht. Aber ich wollte sicher gehen, dass die nicht wieder aufgehen. Also Faden, wir müssen auch immer aufpassen, wie rum ihr den Faden macht. So rum rutscht er euch von der Nadel. Also der muss auf der Nadel sich selbst im Prinzip immer festhalten. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oh, ich bin verwirrt. Eigentlich müsste der so eine. Ja, so, der müsste sich selber festhalten sozusagen. 4, 5, 6. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich wirklich immer so gleich, sonst sehen die ja nur unterschiedlich aus, ne? Schön festhalten hier den Faden und langsam durchziehen. Sonst habt ihr den Knoten durchgezogen. Das, was ich jetzt gemacht habe, das ist so ein sogenannter Vorführeffekt. Also es haut nicht immer hin, das seht ihr ja gerade. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Es ist ja jetzt ein X. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Und das ist wirklich passiert, weil ich den nicht richtig. Jetzt mache ich aber nicht mehr ganz so viele, weil es ist ja schon komplett das X drunter. Mal gucken, ob das jetzt wieder passiert. Wenn das jetzt wieder passiert, dann gehe ich nach Hause und es passiert wieder. Und das passiert euch immer, wenn ihr den Knoten falsch wickelt. Und das Schöne ist ja, ihr kriegt, wenn ihr Pech habt, das nicht wieder auf, ne? Also ich versuche es jetzt mal. Ich hoffe, ihr habt was gesehen, weil die Kameraeinstellung ist ja doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe es auch noch nicht hingekriegt, dass wirklich alle gleich aussehen. Nee, also darunter habe ich einen Knoten, glaube ich, festgezogen. Wartet mal kurz, ich muss euch mal was klauen. Ich sehe hier nichts. Bin gleich wieder für euch da. In der nächsten halben Stunde vielleicht. Wenn ich hier durchsehe, was ich hier getrieben habe. Ja, wenn man sich dann was vornimmt, prahlen will, wie schön man die hinhält. Die ersten drei, ihr habt ja gesehen, und auch der erste, den ich mit euch zusammengestickt habe, das hat alles wunderbar geklappt. Ich weiß nicht, warum der jetzt durchgegangen ist. Aber ich habe
Oh, ich habe den diesmal wirklich wieder aufgekriegt. Also wir werden, ich werde das jetzt noch einmal probieren, noch einen Knoten zu machen. Sollte das nicht funktionieren, war es mein letzter Versuch mit euch zusammen. Dann mache ich die Knoten nämlich alleine und zeige euch das Ergebnis, wenn es fertig ist. Ihr seht, ich habe schon das fast komplett hier. Alles, was jetzt hier noch offen ist, wären Knötchen. Bis auf ein einziges, da kommt noch mal eine andere Farbe rein. Aber alles andere wären diese Knötchen. Und unten sieht es dann nochmal genauso aus. In der Mitte auch nochmal. Also, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich wohl nicht. Ich weiß auch nicht, was die anderen sich dabei gedacht haben, mir so viele Knötchen aufzunötigen. Aber es ist halt, wenn man so einen Small macht, man weiß halt nicht, was man kriegt. Oder? Was in dieser Wundertüte drinne steckt, sieht man erst, wenn man den ersten Teil gekriegt hat. Ja. Kann ich euch schon wieder nicht ein Bild zeigen. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal daran denke, dass ich euch beim nächsten Mal, dass ich mir wenigstens das Bild mal ausdrucke oder mal dafür sorge, dass ich noch ein anderes Handy habe oder was auch immer. So, jetzt muss ich erstmal, ich muss überlegen, wie habe ich denn das gemacht? Also ich muss immer darauf achten, dass das ist nicht richtig. Auch? Doch, das ist eigentlich ist das richtig. 3, 4, 5, 6. Gucken, ob ich den jetzt wieder durchziehe. Wie ich den wieder durchziehe, ich muss mal festhalten hier, weil der Faden ist schon wieder locker hier. Ich ziehe den schon wieder durch. Ach, Leute. Das war also, was ich gerade gesagt habe, Versuch Nummer 92 mit euch. Die mache ich also, ihr habt gesehen, den ersten habe ich ja noch hingekriegt. Hier stimmt irgendwas mit meiner Nadelhaltung nicht. Und das ist so ein Dilemma, wenn ihr den Faden nicht in der richtigen Reihe um den, um die Nadel wickelt, dann zieht ihr euch den Knoten einfach nur wieder auf. Und dann heißt das, wie ich hier, da bin ich noch mal von vorne. Und hier ist es aber, wenn ihr euch den Knoten einfach nur durchzieht, so wie das hier gerade, dann geht er auch wieder auf. Also dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr da einen dicken, fetten Knoten drin habt. Das hatte ich ja gestern Abend beim Live, wo ich das dann, nee, vorm Live habe ich die Knoten probiert. Aber da gebe ich nicht auf. Also, weil mir, wie gesagt, das mit den Perlen ja nicht gefallen hat und, ich so eine kleine noch nicht. Ich denke mal, so eine Miyuki-Perlen, wie ihr sie bei euren Mirabilias habt, diese ganz kleinen, die wären hier optimal. Aber sowas habe ich nicht. Weiß auch nicht, wo ich sowas herkriegen würde. Also heißt es für mich, ich versuche bei Gelegenheit, die hier ohne euch und zeige euch dann das Ergebnis. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich hier, kurz mal Pause drücke. Hey, dürft ihr gar nicht sehen. Kurz mal Pause drücke und dann sehen wir uns wieder mit dem hier, wenn ich das alles so hingepackt habe, dass ich mit euch Perlen sticken kann, wo wir ja gestern nicht allzu viel von gemacht haben. Also ich sag mal für euch, vergeht nicht viel Zeit. Ich räume einmal um und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Ja, gleich wieder ein bisschen rangeholt. Und dann seid ihr schon wieder nicht richtig drin. So. Schauen wir mal. Ich glaube, so geht das. So, 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 so. So ein bisschen Licht noch. Und noch einen Deckel öffnen. Beiseite stellen. Nicht so süß. Ja. Ich brauche mal was zu trinken. Es ist schon warm hier. Ja, es gibt ja Leute, die wünschen sich den Sommer zurück. Und dann kommt er genau dahin, wo die Leute den Sommer ja nicht haben wollen. Und ich musste heute sehr viel unterwegs sein. Und bei 31 Mark, 31 Mark, genau. 31 Grad macht nicht wirklich Spaß. Aber ja, gut, jetzt sitze ich wieder in meinem Schattchen-Kellerlein. Kellerlein, Kämmerlein. Was auch immer. Keller, Kämmer, Kammer. Keine Ahnung. Ich komme hier immer noch nicht ganz klar, Leute.
Also es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass das mit dieser Vorführeffekt, das ist doch wohl nicht zu fassen. Da wollte ich prahlen mit was, was ich. Hätte ich vielleicht nicht nach den ersten drei Knoten machen sollen, ne? Euch nicht gleich nach den ersten drei Knoten mitnehmen. Aber ich habe mir gedacht, die haben alle drei wunderbar direktamente hingehauen. Kann ich euch ja auch mal zeigen. Naja, gut, dann halt ein paar Perlen. So eine oder zwei, mal gucken. Denn wir hatten ja gestern Abend schon diesen Live mit 2 Stunden. Das war ja auch schon. Ja, so, ich habe abgestrichen. Also es kommen doch immer wieder dieselben Zeichen. Ich müsste doch noch die Bienen zumindest in der Birne haben. Aber da das ja diese beiden Farben sind, die sich sehr gleich sind, verwechsel ich die auch gerne mal und dann muss ich noch dreimal gucken, ob ich auch wirklich das Richtige mache. Ich weiß nicht, ob das so auffallen würde, wenn ich jetzt aus Versehen die falsche. Also ich glaube, ihr seid mir noch ein Stück zu weit weg. Ich hole euch mal noch ein Stück ran. So ungefähr. Ungefähr so. So ungefähr passt mir das. Muss ich zwar wieder aufpassen. Ihr habt euch ja gestern Abend auch schon wieder beschwert, dass ich immer sticke, wo ihr es nicht seht. Aber dann seht ihr halt auch nicht, was ich für einen Müll mache. Hat ja auch seinen Vorteil. Ich muss mal hier was auf eine freie Fläche nehmen, damit ich hier mit dem Stoff irgendwie klarkomme. Und mir auch mal das Brett hier rüberstellen, weil mein Faden nicht mehr so lang ist, damit ich gut da rankomme. So, jetzt habe ich. Das waren zwei, eins, zwei, jetzt muss ich wieder so eine. Jo, ansonsten war es echt schön gestern mit euch. Also, ich bin begeistert, wie rege ihr euch unterhalten habt miteinander und mit uns und überhaupt, wie zahlreich ihr doch erschienen seid abends um die Zeit noch, auf den Sonntagabend. Muss man ja dazu sagen, Sonnabendabend sage ich, okay. Wäre es verständlich, weil man hat ja den Sonntag oder auch Freitagabend von mir aus, ne? Man hat ja den das Wochenende und dann hat man ja Zeit auszuschlafen. Aber auf den Sonntagabend, wo ja viele eigentlich montags gleich wieder Arbeit nehmen müssen, boah, das fand ich schon. Ich hab mich gefreut, Leute. Ich hab mich echt gefreut. So. Ja, der Würfel ist auf die Reise gegangen. Bin ich gespannt. Sie hat mir versprochen, dass sie mir zeigt, Fortschritte, wie er fertig aussieht und. Ich bin echt gespannt, ob sie mehr Glück hat mit dem Teil oder mehr Geduld. Ich glaube, das ist eher eine Geduldsfrage. Da wird die Geduld echt auf die Probe gestellt und da hatte ich wohl nicht so allzu viel, jedenfalls nicht das, was das betrifft. Und ihr seht ja, meine Perlen, es wäre nicht von Dauer gewesen, also mich mitten von meinen normalen Perlenbildern zu trennen, das. Nee. Also, dass ich vielleicht mal dann so gefrustet bin wie gestern, nee, vorgestern, und sage, ich habe jetzt echt keinen Bock, war dann eben die Überlegung, ich hatte die Challenge geschafft und hatte ja dann noch den ganzen Abend Zeit und hätte ja an meinem Drachen weitermachen können. Aber ich habe so keinen Bock auf noch Perlen gehabt, dass ich gesagt habe, nee, ich räume das erstmal weg, ich mache was anderes. Und dann ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass ja der Saul da auch angefangen hat, der N. Green Gable heißt der ja. Und habe gesagt, nee, dann machen wir mal was, was wir relativ selten machen, nämlich Kreuze sticken. So, wartet mal, ich muss mal gucken, 1, 2, 3, weil die so unten wirklich, wirklich nur mini Farbunterschied haben, muss ich hier echt aufpassen, was ich davon mache. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 bin ich. Gut. Zurzeit verlangen ja einige, ich habe ja auch noch den Karl, Karl Gustav.
Ja, dieses Häkeltuch, was ich angefangen habe, da sind wir jetzt in Woche 3. Da fehlen mir jetzt noch 3 Reihen. Dann habe ich den auch beendet und der nächste Teil kommt ja erst am Sonntag. Also da liege ich auch gut in der Zeit. Aber es nimmt mir natürlich Zeit für andere Projekte. Aber die sind ja, es ist ja abzusehen, dass da ein Ende ist und dann geht es hier wieder. 2, 4, 6, 8, 11. Und dann geht es hier wieder richtig mit dem 88er-Rundschlag zur Sache. Joa. Ich habe auch noch nicht in das und mein letztes Perlenbrett einsortiert, was ich von Thorsten, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich es wirklich mache, ob ich noch 2 Bilder also einsortieren möchte. Und wenn ich sie dann einsortieren habe, dann möchte ich sie ja auch mitsticken. Und ich habe ja hier schon 6 oder 7, ne? 7 sind es, ne? 5 in die Perlenbrettchen von Thorsten sortiert und 2 in die von Nadja. Sind 7. Und muss ja hier auch irgendwann mal vorwärts gehen. Und die sind ja alle nicht besonders klein, ne? Das kleinste ist mein Blumenkorb. Der hat insgesamt 16 Seiten, 16 Seiten, von denen ich schon 7 habe ich, glaube ich, geschafft schon. Oder sind es schon 8? Ich weiß es gar nicht mehr. Das sehen wir, wenn ich das nächste Mal aus der Rotation räume. Ich glaube, es ist sogar schon nach der Seite von dem Drachen, ist, glaube ich, schon der Korb wieder dran. Aber das sehen wir ja, wenn ich so weit bin. Und ich habe ja jetzt die ganzen Videos gesehen mit diese Schüttelvideos. Wie gesagt, es ist Schüttelfieber ausgebrochen. Malaria, nehmt euch in Acht. Das ist hochgradig ansteckend und hochgradig tödlich. Also ich versuche mich da rauszuhalten. Also das ist auch nicht meins. Ich habe mir jetzt wirklich das die so hingelegt, dass ich rotiere mit denen und wirklich immer eine Seite da mache und dann das nächste nehme. Es sei denn, ich habe mal wirklich überhaupt keine Lust auf das nächste, was da kommt, dann überspringe ich das und mache das danach. Aber ich versuche wirklich immer eine Seite komplett an einem. Auch da habe ich mir vorgenommen, das so zu machen. Weil dann komme ich ja auch immer ein Stückchen vorwärts. Dass das jetzt nicht so schnell geht, als wenn ich jetzt direkt hintereinander weg an einem Bild sticke, das ist mir auch klar. Und wenn ich jetzt auch noch meinen Spaß, na klasse, was soll der Kack denn? Die Tür habe ich doch zugemacht, damit ich hier rankomme. Jetzt brauche ich wirklich aus allen 3 Schalen irgendwie immer eine Farbe. Ach nee. Ja, aber wie gesagt, ich hatte ja am Anfang der Rotation, hatte ich ja überlegt, den Blumenkorb komplett fertig zu machen und Entschuldigt. Wie gesagt, ich fange an, Video zu drehen und kriege einen Schluck auf. Also irgendwas ist am Videodrehen dran, was komisch ist. Ja, da bewundere ich ja die Antje, die knallhart sagt, ich mache den Otter jetzt bis zum Ende des Jahres fertig. Die den gestickt und dann auch noch den gestickten, nicht mal den Perlengestickten, sondern den Kreuzgestickten. Und der hat ja Farben ohne Ende. Also die Bilder, die sie immer postet bei Kunterbunt Mine in der Gruppe, Hammer, Hammer. Ich sag's immer wieder, was ihr da auf die Beine stellt, ist so der Hammer, aber auch so dermaßen nichts für mich. Deswegen kamen mir ja diese von Long Dog Sampler, diese einfarbigen, sehr gelegen. Da bin ich auch gespannt, wenn Material und Dings kommt. Da ich ja dann schon wieder was ich anfange. Ich glaube, ich verzettel mich da auch ein bisschen. Aber vielleicht fange ich es ja auch nur nicht an, sondern guck mir das Ganze einfach mal ganz in Ruhe an, freue mich an den Stoffen und an den Stickgarnen und an meinen Vorlagen. Na, ihr wisst ja, was? Wie das so ist.
Und fange das einfach noch gar nicht an, sondern sage, ich mache jetzt erst den Sampler fertig, den ich jetzt, diesen Soul-Sampler. Gucke, ob ich den bis zum Ende fertig kriege mit Backstitches und französischen Knoten. Und wenn ich den wirklich durchziehe, dann kann ich drüber nachdenken, ob ich. Und da bin ich mir dann auch noch nicht sicher, ob ich wirklich einen von den Long Dogs anfange oder wirklich diesen weihnachtlichen, den ich von meiner Stiefmama geschenkt bekommen habe. Das weiß ich noch nicht, weil der reizt mich natürlich auch. Und wenn ich mich da ransetze, vielleicht könnte man den ja sogar. Nee, ich sag's mal lieber nicht, Leute. Ich schaffe den bestimmt nicht bis Weihnachten. Wäre natürlich schön, aber ihr würdet es wahrscheinlich schaffen. Ich wahrscheinlich eher nicht, weil ich ja davon noch gar keine Ahnung habe. Und dann ist es ja noch, habe ich mir ja dummerweise auch noch 18 CT-Stoff bestellt. Und wenn das überhaupt nichts wird mit den 18 CT, muss ich mir nochmal neuen Stoff bestellen. Und dann habe ich überlegt, ob ich den hier einfach in einem meiner nächsten Videos dann meistbietend versteigere. Nein, so nicht. Also ob ich den dann in einer Art Verlosung verschenken kann. Aber ich habe von den Verlosungen und was da alles dran hängt. Nee, weiß ich noch nicht. Also nagelt mich nicht darauf fest. Vielleicht, wenn ich euch den zeige, wenn das nicht funktioniert und ich sage, ich habe da was abzugeben, mache ich das dann so, dass ich sage, also ich habe jetzt zum Beispiel so und so einen Stoff. Das sind ja alles Pre-Cuts. Wenn ihr Interesse habt, schreibt ihr das rein und der Erste, der mir das schreibt, kriegt den Stoff oder sowas. Aber das ist jetzt vorgegriffen, weil ich weiß ja noch nicht, vielleicht klappt es ja mit dem 18 CD. Na? Und dann habe ich das jetzt ganz umsonst alles erzählt. Mir mundfusselig geredet sozusagen. Da warten wir doch erstmal ab, bis das hier erscheint und ich mir das mal aus der Nähe betrachtet habe. Ja, der Faden ist schon wieder so doof kurz, dass ich immer euch aus dem Bild rausziehen muss, ne? Aber ist noch nicht kurz genug, dass ich sage, ich vernähe den jetzt. Das ist mir wirklich, also ich muss wirklich nicht aufpassen mit dem Faden. Also Faden habe ich wirklich mehr genug. Aber nö, das ist mir dann wirklich noch zu viel. Den will ich noch nicht. Und dann muss ich euch hier immer wieder ins Bild rein- und rausschieben. Es nervt so ein bisschen, bis der Faden wieder lang genug ist. Ich den hier vernäht habe und der dann wieder lang genug ist. Ich könnte natürlich auch. Habe ich euch schon gesagt, ich habe vorhin das Video von Thorsten gesehen. Und seine neue Klammer, die er da hat für diese kleinen Dinger hier, die ist natürlich Hammer, ne? Da muss man direkt schon wieder überlegen, ob man sich die nicht bestellt, weil diese anderen habe ich noch gar nicht benutzt. Also da habe ich dasselbe Problem wie Bella, dass ich mir meine Klebchen kaputt mache damit. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der. Aber mit dieser Pinzette da, nur den Löffel brauche ich nicht, weil ich habe ja irgendwo hatte ich mal einen. Keiner verlässt den Raum. Und mit dem bin ich ganz zufrieden. Also da muss ich mir nicht unbedingt einen anderen holen für. Das macht ihr ja nur, weil alle sagen, dass ihr in diese kleinen Zipptüten nicht reinkommen. Und das könnte ich euch eigentlich mal. Nee, das wisst ihr ja schon, das habe ich euch ja schon gezeigt, dass ich mit dem hier auch gut in die ganz kleinen reinkomme. Also da habe ich gar keine Probleme. Die sind auch alle ein bisschen anders geformt, glaube ich. Jeder also ein bisschen anders. Meiner ist ja hier sowieso hier vorne nach dem nach der Schale, sage ich mal, so ein bisschen schmaler. Und der den Waltraud da immer ins Bild gehalten hat, der ist ja gleich breit. Also ich komme mit dem sehr gut auch in die kleinen Tütchen. Da habe ich also gar keine Probleme mit. Und wenn gar nicht anders, dann nehme ich mir hier einen von dieser, die hat man, glaube ich, beim Diamond Painting immer da, bei diesen Köfferchen immer dazu gekriegt. Die sind zwar nicht sehr schön, formschön, aber die reichen mir, um sie mir hier auf das Schildchen draufzustellen und dann eben, ihr wisst, was ich meine, wa?
so ein paar da rein zu schütten und dann sind die auch drinne. Brauche ich keinen Löffel. Und so leere ich die Schalen auch. Ich habe also diesen Schütteldings da von Thorsten noch nie benutzt. Ich mache das immer so. Ich fand das immer ganz gut. Also hier bei denen jetzt, weil die kann man ja gut rausnehmen. Also bei den anderen Brettchen von diesen Holzbrettchen ist das natürlich weniger praktisch. Da musste man die echt mit dem Finger rauspulen. Mit dem Löffel ging das ja auch nicht so gut. Ja. So, und jetzt quatsche ich wieder nur und stick wieder nicht. Das ist ja auch real, ihr seht ja sowieso immer nicht, was ich mache. Brauche ich auch nicht sticken, kann ich euch weiter die Ohren zuquatschen. Quatsch, 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 quatsch. So, jetzt war ich bei der. Eins, zwei, drei. Ja, im Wechsel, im Wechsel. Da wechseln wir mal hier und wechseln wir mal da. Na, hörst du mal? Ich finde das Loch nicht, Leute. Ich sollte vielleicht mal was trinken. Aber dann sehe ich vielleicht zwei Löcher, wo nur eins ist. Und welches nimmt man denn? Das rechte oder das linke? Ja, ich habe ab morgen Spätwoche. Und Spätwoche geht insofern, dass ich am Tag wenigstens mal ein oder zwei Reihen sticken kann. Und ich dann hoffe, dass ich am Ende der Woche nicht mehr so viel von dieser halben Drachenseite zu sticken habe. Und dann werden wir sehen, was da als nächstes auf uns zukommt. In der Rotation. Also ich denke mal, auf jeden Fall nächstes Frei wird es wieder ein anderes Bild geben. Also die letzten Reihen vom Drachen und ein anderes Bild. Oder lassen wir uns doch mal überraschen, was das sein wird, oder? Wann das nächste Live mit Kitty kommt, weiß ich nicht, denn meine Wochenendfreis sind jetzt vorbei. Und damit ist es ja relativ schwierig, dann in der Woche mal so eben ein Live zu machen, ist ja auch nicht. Wenn der andere dann und auch ihr müsst ja, wenn ihr dann arbeiten, ist ja für euch auch immer doof. Schön. Gehst du blöde Perle nicht über die Nadel? Nein, du gehst nicht über die Nadel. Na toll. Das war in so einem leeren Ring, damit ich die nicht wieder. Ab und zu hat man mal so eine, die nicht dahin will, wo man sie gerne hin hätte. Aber jetzt muss ich demnächst den Faden gleich vernähen. Jetzt ist der echt schon. Aber noch ein paar kann ich noch machen. Ein paar kann ich noch machen, Leute. Ein paar Perlen kann ich noch machen. Ja, auch wenn ich jetzt mit dem Stoff immer hinterherrennen muss. Ich habe auch gar nicht im Blick, ob ihr dann noch im Bild seid oder nicht. Da vergesse ich immer hinzugucken. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass das im Video jetzt nicht geklappt hat mit den Knötchen. Wieso stelle ich mich denn so prasselig an? Und die ersten drei haben wirklich, ich hab ja extra erst ein paar Knötchen gemacht, weil ich dachte, nee, du gehst nicht, machst kein Video, bevor du das nicht wenigstens probiert hast. Und dann, also die ersten wollten auch nicht so. Und dann klappten drei hintereinander, habe ich gesagt, jetzt hast du den Dreh raus und fang an zu drehen. Und dann klappt der erste noch halbwegs und dann zeigen mir die Dinger den dicken Daumen und sagen, hier, brauchst nicht angeben. Kleine Angeberin, du kannst das nicht. Hör auf damit. Ja, aber ja, dann übe ich noch mal ein bisschen und dann komme ich noch irgendwann wieder. Und wir haben heute den 14. August. Macht zwar jetzt wieder Kreuzstück, aber eben nicht am Riolis. Aber ich habe noch einen halben Monat. Vielleicht nehme ich mir einen Tag von meinen freien Tagen, die ich noch im April, ja, wunderbar, im August habe, um wenigstens ein oder zwei Kreuzer am Riolus zu setzen. Weil also der Blumenstrauß ist nun mal wunderschön. Aber da habe ich eben dieses Problem, ne? Ich muss andauernd die Farbe wechseln, der ist sehr konfettilastig und das ist dann so nicht meins. Also, hatte ich so auch vom Bild her nicht vermutet, dass der echt so viel Konfetti hat.
Wartet mal, ich muss mal wieder abstreichen. Ihr wisst ja wer. Ich bin hier schon wieder am Überlegen, ob ich in der richtigen Reihen bin. Ja, und weil ich ja mit den bei den French Knoten, also bei den französischen Knoten, so viel schon schiefgelaufen ist, werde ich mir von diesem gelben Garn vermutlich noch was nachbestellen müssen, denn davon musste ich schon zwei Fäden entsorgen, dadurch, dass ich da so eine dicken, fetten Knoten drin habe, die ich eben nicht mehr rausbekommen habe. Aber ja, das ist halt so. Das ist halt Lehrgeld, was man zahlt, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Wann vernähe ich den denn? Ach, ich glaube auch gleich hier. Nee, eine muss ich leider noch machen. Ich habe keinen Querfaden. Aber das wäre es doch auch gewesen, wenn ich jetzt als Stick Neuling, als wirklich als die das noch überhaupt nicht lange macht, wirklich gleich die French Knots ohne Schwierigkeiten hinkriegt, oder? Und so hattet ihr wieder was, worüber ihr euch amüsieren könnt. Hier von wegen, willst du uns was zeigen und zeigen wir zeigen ihren dicken Daumen. Das geht nicht so, wie sie das gerne hätte. Nein, geht es Tatsache nicht. Aber na gut, kommt Zeit, kommt Rad. Und wenn es ein Fahrrad ist, Leute. So, meinen neuen Faden. Wir hätten gern ein Stück Faden, bitte. Einen Ritterfaden, wenn es geht. 3 Kilometer lang, damit wir 5 Kilometer rein stecken können. Und ich mich wieder aufregen kann, dass das hier ist auch was, was ich bei dem Würfel nicht machen konnte. Ne? Ich konnte den Faden, also ich habe ja sowieso einfädig gestickt auf dem Würfel. Dann hieß also auch keinen Loop-Anstich machen, sondern immer Knötchen reinmachen da unten in den Faden. Drei oder vier, und die wollten nie übereinander liegen, sondern immer hintereinander, und hintereinander nützt nichts, sind die Knoten zu klein, rutschen durchs Loch. Ey Leute, ich sag euch, was ich da in Nerven gelassen habe. Nee. Und wenn ihr dann da so ein Projekt habt, was euch total ärgert, das kann euch schon mal die Petersilie verhageln. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja ein kleines Stehaufmännchen. Ärgere mich einen Tag oder zwei oder mal eine Woche. Kommt darauf an, wie sehr mich das geärgert hat. Lass alles links liegen. Mach vielleicht mal was anderes. Was ja auch nicht das Verkehrteste ist, ne? Man hat ja schließlich genug zu tun. Aber was ich nicht geschafft habe zu sagen, gut, wenn ich jetzt keinen Bock auf Perlen habe, dann mache ich mal ein Diamond Painting. Nee, an das bin ich nicht rangegangen, ne? Also das wäre wahrscheinlich, wenn du da wenn das da schon gegangen wäre, wenn das schon, weil das kam ja erst, nachdem ich die Challenge angenommen habe mit dem Diamond, also da auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen, da wirklich mal ans Diamond Painting ranzugehen. Denn so alt ist ja das da, was da rumliegt, noch nicht. Ich hatte ja die Frau da fertig, also dieses Girl mit der Waffe. Und dadurch hatte ich ja jetzt nicht so ein altes Bild, wo ich sage, da müsste ich mal dran arbeiten, weil Diamond Painting angefangene sind es jetzt wirklich nur noch zwei. Drei. Aber das, ja gut, das dritte hätte ich tatsächlich machen können, aber da hätte ich die Platten erst raussuchen müssen. Und nö, da hatte ich okay, also da hätte ich auch nicht dran gedacht. Also ich hätte definitiv nicht mit Diamond Painting angefangen. In der Challenge. Da habe ich ja nun noch viel weniger Lust zu gehabt. So, da kommt wieder so einer. Na? So, ich hoffe, ihr habt hier wenigstens hin und wieder mal was gesehen.
Ja. Und ja, mitten in meiner Spätwoche kommt dann mein Mann von der Kur zurück. Da hat er dann das da auch überstanden. Mal gucken, wie er sich dann hier zu Hause wieder einlebt, weil das ist ja doch immer was anderes. Da hat er immer Beschäftigung gehabt, da hat er immer Leute um sich rum gehabt, ne? Und das ist ja dann hier wieder was anderes. Ich bin arbeiten und ja, müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Ist dieses hier. Und jetzt habe ich hier natürlich schon wieder so ein, bis da wieder andere Farbe reinkommt, ist wieder die Hälfte von den 40 Reihen gestickt. Solange ist das alles dieses Lila und Grau, was wir hier vorne schon haben in den ersten Seiten. War ich auch ein bisschen langweilig, muss ich mal sagen. Aber ja, muss ja auch gestickt werden. Wenn ich dann jetzt das Video demnächst beende, ihr seht, hier sind einige Fächer schon extrem leer, werde ich mal die Fächerchen wieder auffüllen. Muss ich mich so amüsieren. Ich habe gerade von Kitty das Video gesehen mit ihren Gummistiefelchen. Das passt ja wohl gerade zu ihrem Wetter, hat sie gesagt. Und wo sie dann gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo die Perlen sind. Ach nee, Kitty, du bist eine Marke. Aber da sagt man wieder, ne? Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Also da bin ich schon froh über die Mesh-Tassen. Taschen. Oder auch Dokumententaschen. Ich glaube, kaufen tut man die als Dokumententaschen, oder? Naja, wie auch immer, ihr wisst ja, unsere Projekttaschen. Denn da ist bei mir alles drin. Da ist meine Vorlage drin, da sind meine Restperlen drin. Das Einzige, was nicht drin ist, sind die Perlenbretter. Die habe ich irgendwo anders gestapelt. Und deswegen ist auch auf jedem Brettchen draufgeklebt, was drin ist. Weil anhand der Farben kannst du das irgendwann nicht mehr aussortieren. Wo es gehen würde, wäre zum Beispiel, glaube ich, beim Lavendelfeld. Weil da sind ja sehr, sehr viele rosa und lila Töne drin. Aber da will man sich auch nicht drauf verlassen, oder? Ja, deswegen habe ich mir da überall so Klebchen drauf gemacht, damit ich immer weiß, ah, das ist das und das ist das und das ist das. Das ist die nächste Überlegung, warum ich das letzte Perlenbrett schon von Thorsten noch nicht eingeräumt habe, weil da sollen ja zwei Bilder rein und da war dann immer noch die Frage, wie mache ich das mit den, wie sortiere ich die eine? Gut, ich habe die ganzen farbigen Klebchen hier. Ich könnte die Zahlen von 1 bis 50 zweimal machen in zwei unterschiedlichen Farben und würde mir dann auf meine Projekttaschen für das jeweilige Motiv auch nochmal die Klebchen in derselben Farbe drauf machen, damit ich weiß, welche Farbe zu welchem Bild gehört. Das würde schon funktionieren. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll wäre, jetzt da noch zwei Bilder zu kitten. Obwohl das Brettchen ist schön, das ist traurig, dass es da hinten so alleine rumliegt. Und dann gucke ich aber vielleicht lieber nochmal durch, was ich noch hier habe, ob ich noch ein Bild habe, so wie ihr mit 98 Farben, wäre doch auch schön. Dann wäre es ja nur noch ein Bild. Ja, naja, man kann sich alle schön reden, ihr wisst, wie das ist, oder? So, ich muss mal zählen. Vier, gut, vier, das kann ich mir merken. So, ich glaube, das war's dann für jetzt auch schon wieder. Ich mache jetzt nicht die Reihe. Ich habe erst überlegt, ob ich die Reihe noch komplett zu Ende mache, aber es sind ja schon wieder 40 Minuten. Ich habe schon wieder allerhand Blödsinn gequatscht. Und mich schon wieder blamiert bis auf die Knochen wegen der Knötchen. Da komme ich schon wieder nicht drüber weg. He? Aber ich wollte es euch zeigen, dass ich das. Also ich kriege es nicht bei jedem Knoten hin, aber ohne die Kamera funktioniert das schon.
Und irgendwann kann man, funktioniert es auch mit der Kamera. Und dann erkläre ich euch das nochmal. Dann versuche ich dann nochmal den Erklärbären raushängen zu lassen. Aber ich denke mal, von der Sache her wisst ihr alle, wie sowas geht. So, das ist hier, seht ihr? Manchmal ziehe ich nicht fest diese eine hier. Die hier. Da ist der Faden schon wieder viel zu locker. Okay, habt ihr die jetzt gesehen? Ich weiß jetzt selber nicht, wo sie ist. Jetzt hier. Die hängt hier so ein bisschen locker vor sich hin. Also so einen ganz festen, gleichmäßigen Zug habe ich noch nicht. Aber das gleicht der Faden für mich aus. So. Ich entlasse euch in die Woche. Den ersten Tag habt ihr ja schon alle überstanden. Mein erster Tag beginnt morgen. Ich muss also bis einschließlich am Samstag arbeiten, Spätwoche. Das heißt, ich komme Sonntag früh aus dem Spätdienst. Und dann habe ich Sonntag, Montag und Dienstag frei. Und dann geht wieder diese Woche los, die ich so überhaupt gar nicht leiden kann. Meine Tagdienste, wo ich wirklich nur habe, arbeiten gehen, nach Hause kommen, schlafen gehen, aufstehen, arbeiten gehen, nach Hause kommen, schlafen gehen, aufstehen. Ja, also das ist die Woche, da komme ich ja dann wirklich immer zu gar nichts. So, genug gejammert, ihr Lieben. Ich werde jetzt vermutlich noch ein bisschen an den Knoten üben. Aber vorher werde ich mir noch diese Schälchen hier auffüllen, damit ich das nicht wieder vergesse. Und wenn ich von den Knötchen dann heute die Nase voll habe, entscheide ich, ob ich weiter noch ein bisschen hier dran sticke oder ob ich mein Tuch fertig mache. Es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. In diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern, genießt das schöne Wetter, so ihr es dann mögt. Für mich könnte es ruhig kühler werden, wie gesagt. Aber das soll wohl die ganze Woche so sein. Genießt die Sonne. Die letzten Augusttage. Ja, gut, wir sehen uns nächste Woche, okay? Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben.